Ich habe mich im Nachgang dieser furchtbaren Fernsehtalkrunde in einer Facebook-Gruppe mit einem ehemaligen Fußballkommentator gestritten, der sich zwar als aktiver Antirassist versteht, dem das aber alles zu viel war. Der meinte, dass wir doch mit diesen kleinlichen und sprachpolizeilichen Methoden den einfachen Bürger im Kampf gegen Rassismus verlieren würden. Ich habe dann einen Ausschnitt, einen Einspieler aus dieser Talkrunde geteilt und ihn ganz offen gefragt, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sich das anschauen? Hand aufs Herz. Und das war schon zu viel. Das sei doch eine hochmoralisierende Frage und wahrscheinlich von mir mit tränenerstickter Stimme vorgetragen. Das Wort Masturbation fiel auch noch und ich war einfach perplex, genauso über die Sendung. Also perplex über diese aggressive Reaktion und diesen Unwillen, eigene und gesellschaftliche Sprachmuster zu hinterfragen, die problematisch sind, die eine Geschichte haben, wo es Betroffene gibt. Und diesen Betroffenen sollte man immer anfangs zuhören, das muss einfach Primat sein. Um die geht es ja. Ja, und das ist ja ein fortlaufender Prozess. Ja, doch bei mir nicht anders. Also ich habe erst neulich gelernt über den SZ-Redakteur Roland Steinke, dass diverse, also ja, nicht fast alle jiddischen Begriffe, die wir überhaupt noch gebrauchen hier und da, ein Wort wie Mischpoke zum Beispiel, auch schwierig sind, behaftet sind, weil die einen diskriminatorischen Charakter haben. Jedenfalls so von der Mehrheitsgesellschaft immer gebraucht wurde. Von uns gegenüber der Minderheit. Ja, und das sollte man sich immer vor Augen halten. Wir sind die große weiße Mehrheit, die weiße Mehrheitsgesellschaft. Für uns ist alles easy. Für die Minderheiten nicht. In dieser Facebook-Gruppe waren noch einige DDR-Mitarbeiter. Und einer hat dann auch die Frage gestellt, müsste man die Salzburger Nockhallen dann nicht auch umbenennen? Das sei ja diskriminatorisch gegenüber den Salzburgern.